Langzeitinsulin abends, das Lantus oder hier das Semgli, was dasselbe ist. Und ich habe dazu bekommen noch das Ozempic. Und jetzt habe ich Unterzuckerungen, ich vertrage das Ozempic nicht. Genau diese Frage habe ich heute per Mail bekommen von einer Frau, die offensichtlich schon länger Typ 2 Diabetes hat und die jetzt an den Feiertagen, wir sind kurz nach Weihnachten, ihre Ärztin nicht erreichen kann und sich jetzt an mich wendet. Und sie klingt relativ verzweifelt und sie will sofort mit einem der Medikamente wieder aufhören. Was ist eigentlich wirklich los? Ich habe zurückgefragt und habe gehört, wenn sie nicht regelmäßig mehr Kohlenhydrate isst, als sie eigentlich möchte, dann bekommt sie am Vormittag, gegen Mittag oder manchmal auch zu anderen Zeiten Unterzuckerungen. Und wenn sie den Zucker misst, dann sieht sie, dass auch wirklich die Werte unter 70 sind und da geht's ja gar nicht gut. Schwitzen, Zittern, Übelkeit. Jetzt war ihre erste Frage, was soll ich mir denn als Jause mitnehmen in meine Arbeit? Ich muss am Vormittag was essen, sonst kriege ich einen Unterzucker. Und die zweite Frage war, welches der Medikamente soll ich weglassen? Wahrscheinlich doch das, was ich als Neues bekommen habe. Ozempic, das da hier, Entschuldigung. Ja, und diese Frage, die schauen wir uns jetzt genauer an, denn das ist etwas, was vom Prinzip her immer wieder passiert. Und ich kann Ihnen gleich am Anfang sagen, es zeigt nur, dass die Therapie verdammt gut wirkt, dass die Therapie so richtig gut wirkt. Und warum das zu Unterzuckerungen kommen kann, das ist eigentlich auch recht leicht erklärt. Aber jetzt einmal der Reihe nach. Also was macht unsere Patientin? Sie spritzt am Abend ein Langzeitinsulin. Sie sagt, sie hat das Lantus, das ist auf chemisch, heißt das Insulinglargin. Und das ist dasselbe wie das, was ich jetzt da hier in der Hand habe, das Semgli, Semgli-E, geschrieben. Es gibt auch noch andere Langzeitinsuline, aber dieses Lantus ist gleich Semgli, wird sehr oft verwendet. Übrigens Toucheo wäre auch noch ganz was Ähnliches. Warum spritzt jemand am Abend Insulin? Nun, ziemlich sicher, weil die Diabeteseinstellung davor mit Tabletten einfach nicht geklappt hat. Normalerweise werden mehrere Kombinationen von Tabletten durchprobiert, erst eins, dann zwei, dann drei, dann verschiedene Substanzen verschieden kombiniert. Und wenn die Zuckerwerte nicht in den Zielbereich zurückkommen wollen und vor allem, wenn der Nüchternzucker immer recht hoch ist, dann, ja dann, muss man halt die Bauchspeicheldrüse ein bisschen unterstützen, der Drüse über die Nacht ein bisschen helfen, indem man zur Schlafenszeit, gern so um 22 Uhr herum, ein länger wirkendes Insulin spritzt. Und das macht unsere Fragestellerin, die Dame mit dem Diabetes. Sie spritzt schon einige Zeit am Abend Langzeitinsulin. Sie hat mit einigen wenigen Einheiten begonnen und hat dann zusammen mit ihrer Ärztin die Einheiten immer weiter gesteigert, so lange, bis sie mit dieser abendlichen Insulindosis so richtig gute Nüchternwerte bekommen hat. Nüchternwerte zwischen 80, 85 und die meiste Zeit nicht über 120. Also meistens zwischen 80 und 120 ideal für jemanden mit Typ 2, der Insulin spritzt und gute Nüchternwerte haben will. Und mit dem guten Start in den Tag hinein ist der ganze Tag für Sie einfacher geworden mit Diabetes. Wenn man den Tag mit einem guten Wert beginnt, dann geht es auch leichter gut weiter. Sie hat dazu auch noch Medikamente genommen, das berühmte Metformin war eins davon, das ist jetzt aber nicht weiter wichtig. Das hat also ganz gut geklappt. Jetzt hat sie aber von ihrer Ärztin zusätzlich noch eine zweite Spritze bekommen. Das berühmt-berüchtigte Ozempic. Das ist kein Insulin, das ist dieses Darmhormon, das man in Form von Ozempic einmal pro Woche spritzt und das ganz, ganz anders wirkt als Insulin. Ozempic bewirkt so manches im Körper. Der Stoff, der da drinnen ist, heißt Semaglutid. Sema kommt von Semain, von Woche, also etwas, das ich nur einmal in der Woche spritzen muss. Und was dieses Semaglutid tut, ist, dass es einerseits die Bauchspeicheldrüse motiviert, wenn der Zucker ansteigt, mehr Insulin ins Blut abzugeben.
Andererseits bewirkt es, dass sich der Magen ein bisschen langsamer entleert und dass man sich daher länger voll und satt fühlt. Und es bewirkt auch im Gehirn an einem Sättigungszentrum, dass man, während man langsam isst, früher bemerkt, dass man eigentlich schon satt ist und dass man erst einige Stunden später wieder hungrig wird, als man es normalerweise gewohnt ist. Zum Ozempic gibt es vieles zu sagen, habe ich in vielen Videos getan. Dazu haben wir hier jetzt nicht die Zeit, das Für, das Wider, die Probleme, wie man es bekommt. Darauf gehe ich in diesem Video noch nicht ein. Also was ist passiert? Sie hatte eine gute Einstellung nur mit dem abendlichen Insulin. Dann kommt einmal in der Woche dazu das Ozempic. Und jetzt hat sie Unterzuckerungen. Oh, schreck, oh, graus. Nein, ich mache mich nicht lustig drüber, gell? Unterzuckerungen sind nie lustig. Die sind unangenehm, schwitzen, zittern, Übelkeit, unkonzentriert, gar nicht gut, wenn man in der Arbeit volle Leistung bringen muss, noch viel schlechter, wenn man in einem Auto oder auf einem Fahrrad sitzt. Unterzuckerungen sind nichts Gutes, die soll man nicht haben. Die soll man so wenig wie nur irgendwie möglich haben. Warum treten die auf einmal auf? Ist das böse Ozempic dran schuld? Muss ich damit gleich wieder aufhören? Oder sagt uns nicht das Problem mit den Unterzuckerungen ganz was anderes? Und es sagt uns tatsächlich ganz was anderes, nämlich eigentlich eine super gute Botschaft. Wenn der Zucker zu tief geht, ja, das ist unangenehm, aber das heißt immer, dass jetzt im Moment im Blut mehr Insulin wirkt, als ich eigentlich brauchen würde. Ich habe mehr Insulin im Blut, als ich brauchen würde. Und das bedeutet, dass mehr Zucker in die Zellen reingeschoben wird, im Blut wird es weniger und das Gehirn gibt Alarm, weil unser Gehirn ja die ganze Zeit auf Hochtouren arbeitet und das Gehirn will dauernd mit Zucker übers Blut versorgt werden. Das Gehirn ist angewiesen auf Zucker. Das heißt, das Gehirn schreckt sich und sagt, oh Gott, aus dem Blut, das da zu mir herkommt, kann ich mir bald vielleicht nicht mehr genug Zucker rausnehmen, denn der Zuckergehalt des Bluts wird tiefer. Alarm, Alarm, ich aktiviere das unbewusste Nervensystem. Meinem Frauchen zeige ich das, was nicht in Ordnung ist. Ich mache ihr ein komisches Gefühl im Magen. Ich mache sie schwitzen, ich mache sie zittern. Die soll merken, dass was nicht in Ordnung ist und die soll bitte, bitte, bitte schnell was essen, wo Zucker drin ist. Sehen Sie, zu tiefe Zuckerwerte, die das Gehirn rebellisch machen, die das Gehirn aufstören und dazu bringen, dass es Maßnahmen ergreift, damit Sie als Frauchen oder Herrchen des Gehirns nur ja bemerken, dass das Gehirn Stoff haben will, Zuckernachschub bekommen will, das ist ein richtiger und guter Mechanismus. Aber es bedeutet immer, jetzt haben wir mehr Insulin im Blut, als uns gut tut. Warum hat diese Patientin auf einmal mehr Insulin im Blut, wo sie doch seit vielen Monaten immer die gleiche Insulindosis spritzt? Ganz einfach, weil sie nicht mehr so viel braucht. Und das ist eine Freudensmeldung. Das ist Anlass, sich zu freuen und stolz zu sein. Denn wieso braucht sie jetzt weniger Insulin von außen? Wieso wird ihr das Insulin, das sie gespritzt hat, zu viel? Na, weil ihre Zuckerwerte besser sind. Weil ihr Stoffwechsel besser und schneller läuft. Wie das passiert ist, ich kenne sie nicht. Ich habe nur diese zwei kurzen E-Mails. Es ist so typisch, an den Feiertagen bekomme ich oft solche Fragen, weil mich irgendwer im Internet oder auf Facebook findet. Aber ich kann spekulieren. Vielleicht ist sie gesünder als noch vor ein paar Wochen. Jetzt ist Weihnachten schon 14 Tage vorbei. Vielleicht hat sie sich jetzt mit dem Start ins neue Jahr ganz besonders um diabetesgerechtes Essen bemüht. Keine Weihnachtskekse mehr, gar keine Stolperer mehr, die Beilagen klein werden lassen, wie auch immer sie sich ernährt. Vielleicht bewegt sie sich mehr. Vielleicht hat sie sich zu Neujahr vorgenommen, mehr Bewegung zu machen und macht jetzt einen flotten Spaziergang täglich. Vielleicht macht sie nach den Hauptmahlzeiten 10 Minuten Bewegung. Und früher hat man das übrigens Geschirr abwaschen genannt, wie ich noch ein Kind war. Das hilft schon. Allein sich nach einer Mahlzeit 10 Minuten zu bewegen, hilft, dass der Blutzucker nach der Mahlzeit nicht so hoch ansteigt, aber da schweife ich jetzt ab. Oder sie
hat ein paar Kilo abgenommen. Ist vielleicht das Wahrscheinlichste. Weil Menschen, die das Ozempic spritzen, dadurch, dass sie sich schneller und länger satt fühlen, fällt es ihnen leichter, weniger zu essen. Und dazu wieder die guten Vorsätze, die wir uns doch alle nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwann machen. Vielleicht hat sie ein paar Kilo Gewicht abgenommen. Und das klingt immer so harmlos, ein paar Kilo Gewicht abgenommen. Aber wenn diese Frau dabei Fettzellen leer gemacht hat, Fettzellen abgebaut hat, dann braucht sie natürlich weniger Insulin. Jede Zelle wird mit Insulin versorgt. Und wenn da ein paar Milliarden Zellen weniger sind, weil die dünner geworden ist, ja, dann braucht sie nicht mehr so viel Insulin. Als Typ-2-Diabetikerin, die sie sehr wahrscheinlich ist, aufgrund der Kombination von Medikamenten weiß ich das, hat sie eine eigene Insulinproduktion. Mit dem Lantus, Semgli, hat sie ja immer über die Nacht nur ihrer eigenen Drüse ein bisschen geholfen, damit nüchtern Zucker schöner wurde. Und jetzt, wo ihre eigene Drüse vielleicht ein bisschen weniger Arbeit hat, weil sie vielleicht ein paar Kilo abgenommen hat, oder wo ihre eigene Drüse vielleicht ein bisschen weniger Arbeit hat, weil sie gesünder ist, oder weil ihre eigene Drüse vielleicht ein bisschen weniger Arbeit hat, weil sie sich mehr bewegt und die Muskeln mehr Zucker verbrauchen und mehr Zucker reinsaugen in die Zellen. Jetzt braucht ihre Drüse nicht mehr so viel Hilfe vom Insulin. Jetzt kann es ihre Drüse ein Stückchen weiter wieder alleine und braucht nicht so viel Hilfe von außen. Jetzt bin ich nicht die behandelnde Ärztin. Das macht es immer schwierig. Ich darf daher jetzt nicht konkret dieser Patientin sagen, um wie viele Einheiten sie weniger spritzen soll. Aber das Prinzip ist ganz klar. In der Situation habe ich zwei Empfehlungen für Sie. Die erste Empfehlung ist, freuen Sie sich. Seien Sie stolz auf sich. Sie haben etwas geschafft. Ihr Körper braucht nicht mehr so viel Unterstützung vom externen Insulin. Zweiter Tipp natürlich, schauen Sie, dass Sie so schnell wie möglich einen Arzt erreichen und mit ihm zusammen die Dosis reduzieren, wenn Sie das nicht ohnehin selber tun dürfen. Denn zum Beispiel von meinen Patienten wissen viele, wie sie selber steigern und abbauen können ihr Insulin. Aber das kommt darauf an, was diese Patientin mit ihrer Ärztin vereinbart und ausgemacht hat. Und der dritte Tipp, der sich daraus ergibt, ist natürlich, solange Sie Ihre Ärztin nicht erreichen, das ist an diesen Feiertagen halt immer schwierig, bleibt Ihnen wirklich nichts anderes übrig, als mehr Kohlenhydrate zu essen, damit Sie keinen Unterzucker bekommen, was natürlich kontraproduktiv ist. Aber es ist als Notfallmaßnahme ein paar Tage drüber jetzt auch nicht so schrecklich. Aber das, was ich Ihnen wirklich sagen wollte, ist, es geht nicht darum, dass Sie etwas nicht vertragen. Ganz im Gegenteil. Die beiden in Kombination haben Ihnen super gut geholfen, wie es übrigens sehr häufig ist. Wenn man mit Ozempic beginnt, dass man dann das Insulin zurücknehmen kann, abbauen kann, weniger spritzen kann. Manche können sogar ganz aufhören mit dem Insulin. Schrittweise und immer, indem man sich ganz genau anschaut, was die Werte machen. So, ich habe das jetzt als Video aufgenommen und freue mich, wenn sich das auch Leute anschauen, die jetzt gar nicht die Fragestellerin selbst sind. Weil dieses Prinzip gilt für so viele Menschen. Wenn unter einer Insulintherapie Unterzuckerungen auftreten, klar ist es unangenehm und wir wollen es vermeiden. Deshalb soll man sich ja selber den Zucker messen. Aber es ist sehr, sehr oft ein ganz, ganz gutes Zeichen, dass dieser Körper nicht mehr so viel Insulin von außen braucht, dass die Drüse besser zurechtkommt, nicht mehr so viel Hilfe, nicht mehr so viel Unterstützung durch von außen gespritztes Insulin braucht. Und das ist doch was richtig, richtig Schönes. Also auch an die Fragestellerin, der ich dieses Video auch zukommen lassen werde, freuen Sie sich, seien Sie stolz auf sich und schauen Sie, dass Sie schnell zusammen mit einem Arzt, einer Ärztin die Insulindosis entsprechend anpassen. Und alles, alles Gute für den weiteren Weg, der weiter so gut verlaufen soll in diesem noch jungen neuen Jahr. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.